Ihr Lieben, heute sehe ich wieder ein bisschen frischer aus. Es geht mir auch besser. Es hat sich abgekühlt draußen und ja, das ist sorgt bei mir auf jeden Fall schon mal für bessere Laune und für ein besseres Körpergefühl. Also heute war ein guter Tag. Ich war mit meiner Mama spazieren. Übrigens ist das im Hintergrund meine Mama, die da richtig laut Action macht, denn die macht gerade Abendbrot für sich. Ich habe ja schon gegessen, wie ihr bei Instagram gesehen habt. Und heute habe ich wieder geschafft, 3 Mahlzeiten zu essen. Für mich ist es gut, da freue ich mich. Und ansonsten war es heute eigentlich wirklich ein sehr entspannter Tag. Ich habe angefangen, die Texte für den Podcast zu schreiben, denn morgen kommt eine neue Podcast-Folge raus und da habe ich nochmal die neue Podcast-Folge gehört und deswegen, ja, ist das so für mich immer entspannter, wenn ich es nochmal direkt hören kann und dann dazu die Texte schreibe für Homepage und meinen Post, weil ich dann einfach nochmal mehr im Thema bin, denn ich mache das ja gemeinsam mit meinem besten Freund und teilweise vergehen einfach irgendwie eine Woche oder zumindest immer ein paar Tage zwischen dem Moment, dass wir den Podcast aufzeichnen und dem Moment, dass er dann überall online geht, bei Spotify, Deezer und eben auf unserer Homepage www.schweigen-ändert-nichts. Schweigen-ändert-nichts.de. Richtig so? Ja, ja. Also der Podcast heißt Schweigen ändert nichts. Also wenn ihr ihn sucht, dann werdet ihr ihn finden. Und genau das habe ich heute gemacht und ich habe sehr viele Fragen beantwortet bei Instagram. Entschuldigt, dass ich da nicht so hinterherkomme. Es sind sehr, sehr viele Nachrichten im Moment. Und eine Frage möchte ich einfach mal hier beantworten, weil die etwas mehr Zeit braucht. Und zwar, wie ich Autorin geworden bin. Das war gar nicht so geplant. Also ich wollte früher halt Tierheimhelferin werden und dann, als dieser Traum dann einfach nicht wahr geworden ist, das ist halt so, habe ich in der Grundschule gehabt, bis zum Gymnasium, aber dann kam halt doch irgendwann so, ja, okay, was wird's denn jetzt? Und dann habe ich ja erstmal studiert und während des Studiums wurde ich dann Musikmanagerin vom Fan aus der ersten Reihe, direkt neben die Bühne und das war eine sehr, sehr spannende Zeit und eigentlich ist in dem Zuge auch mein erstes Buch erschienen. Habe ich in dem Zuge auch mein erstes Buch geschrieben. Und zwar heißt es Das Mädchen aus der ersten Reihe. Genau. Ich stand nämlich wirklich immer in der ersten Reihe und habe dort gefeiert und das Leben und den Alltag vergessen. Und deswegen ja, handelt das Buch auch von meinem größten Träumen, von Konzerten, von den Momenten, wo ich mich gesehen und wertgeschätzt gefühlt habe, wie ich mit der Band Freundschaft geschlossen habe und ja, über den Moment, wie es sich anfühlt. Puh. Alter Schwede! Okay, mein zweites Buch hat sich zu Wort gemeldet. Fuck. Also das ist mein zweites Buch. Ich möchte nicht im Hintergrund stehen bleiben. Meine Güte. Also, aber dieses Buch ist aus der Not heraus entstanden, dass ich mich bei meinem besten Freund Bartomeu entschuldigen musste. Ich war ihm die grausamste, mieseste, schlechteste Freundin der Welt, habe all meinen Frust, all meinen Druck an ihm ausgelassen und habe mir dann einfach alles von der Seele geschrieben, um es ihm anzuvertrauen. Ich wollte ihm mein Leben in die Hände geben und ihm sagen, du bist nicht schuld. Mein Leben ist einfach eine Katastrophe. Ich bin überfordert und es geht mir scheiße. Also diese Seiten, da habe ich wirklich mein Innerstes nach außen gekehrt. Und eigentlich war es nur für ihn. Eigentlich wollte ich nur Bartomeu zeigen, dass ich einen ganz großen Rucksack mit scheiß Erinnerungen aufhab. Und dass ich die ganze Zeit ein Doppelleben führe. Und das steht alles in diesem Buch. Hier steht auch hinten was drauf. Ich kann es ja vorlesen, was hier steht. Ihr Spiegelbild, eine einzige Problemzone. Lea kann ihre Sorgen, also ich heiße in dem Buch Lea, denn es ist ein autobiografischer Roman und da es da auch um eine versuchte Vergewaltigung geht und da gibt es so einen Täterschutz in Deutschland, dass man halt die Namen derjenigen so verändern muss und die Orte so verändern muss, dass keine Rückschlüsse da gezogen werden können. Deswegen heißen in dem Buch alle anders, als sie wirklich heißen. Also,
Ich heiße Lea. Also ihr Spiegelbild, eine einzige Problemzone. Lea kann ihre Sorgen nur vergessen, wenn sie mit ihrer besten Freundin Jule auf den Konzerten ihrer Lieblingsband in der ersten Reihe steht. Dann kann sie das Leben für einen Abend unbeschwert genießen. Lea fällt aus allen Wolken, als sich Ben, der attraktive Sänger der Band, ausgerechnet für sie interessiert. Die beiden entwickeln eine tiefe Freundschaft und Lea erfährt, dass auch Ben eine Maske trägt, die er nur bei ihr ablegen kann. Für ihren Mut in der Kommunikation wurde Jana Krämer mit dem Science Award 2018 ausgezeichnet. Ihr Roman über Psychofuck, Konzerte, Mobbing, Freundschaft und Tabuthemen ist erstmals als unzensierte Ausgabe erhältlich. Genau, das Mädchen aus der ersten Reihe unzensiert. Und ich hatte nie den Plan, es zu veröffentlichen. Also für Bartomeu war es geschrieben, aber es war nicht für den Rest der Welt geschrieben. Aber als er dann gesagt hat, Mensch, ich fand es so spannend und so aufschlussreich und es hat mir so viel gegeben. Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen da draußen auch helfen wird. Und da ist dann die Idee entstanden, das ja, zu veröffentlichen. Und dann sind wir auf die Suche nach einem Verlag gegangen. Und erstmal gab es ganz viele Absagen und alle haben gesagt, ne, das will keiner, das braucht keiner. Ja, und heute sind es genau die Verlage, die sich melden und sagen, sie hatten da doch mal eine Idee. Wird es dann da einen zweiten Teil von geben? Und das ist schon sehr, sehr spannend, dass die... Ja, so langsam rückt die Idee und die Vorstellung eines zweiten Teils von diesem Buch echt in greifbare Nähe. Ja, steht auch ganz am Ende drin, Teil 1. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Da, Ende Teil 1. Ja, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es da eine Fortsetzung geben kann. Genau, das war das erste Buch, was ich geschrieben habe. Und... ja, es hat sich gerade zu Wort gemeldet und das ist sogar ganz passend, denn genau darum geht es in meinem neuen Buch. Es geht, ich kann auch das einfach vorlesen, warum, also es heißt erstmal unvergleichlich du, wie du deine beste Freundin wirst und ich lese es mal vor. Du bist unvergleichlich. Ich wusste lange Zeit nicht, wer oder wie ich sein wollte. Ich habe immer versucht, allen zu gefallen und habe gar nicht gemerkt, dass ich mich selbst nicht mehr leiden mochte. In diesem Buch erzähle ich dir aus meinem Leben und verrate dir, wie ich meine innere Hymne wieder zum Klingen gebracht habe. Komm, lass uns gemeinsam deine Geschichte schreiben, denn in diesem Buch hat alles Platz. Deine Stärken, deine Schwächen, deine größten Wünsche, deine Ängste, deine Erinnerungen, dein Mut und deine Kraft. Es ist Tagebuch, Begleiter auf dem Weg zu dir selbst und vor allem eine Freundin aus Papier. Denn was wäre das Leben ohne Freunde? Und ich finde es total schön, denn in diesem Buch habe ich all das niedergeschrieben, was mir geholfen hat, glücklich zu werden. Heute bin ich wirklich, ich würde sagen, fast einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Und das war ein spannender Weg. Ich habe viele Dinge ausprobiert, ich habe viel Scheiße probiert und habe viele Dinge als nicht sinnvoll weggetan. Aber alles, was mir geholfen hat, das steht hier im Buch. Und es gibt ganz viele, also es ist nicht nur in dem Buch, dass da Seiten zum Selbstausfüllen sind, also ganz im Gegenteil. Es ist ganz viel, wo auch zu lesen ist, es ist meine Geschichte drin, aber es sind auch Seiten zum Selbstausfüllen. Zum Beispiel, gibt's hier mal eine? Könnt ihr was sehen überhaupt? Ja, also hier zum Beispiel. Einfach mit diesen Fragen, das sind die Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Und das sind die Fragen, deren Antworten mir geholfen haben, mich besser kennenzulernen. Und ich bin nie der Typ gewesen, der irgendwie Bücher gelesen hat. Aber Bücher schreiben macht mir unglaublich Spaß, vor allem, wenn ich so tolles Feedback bekomme. Bei dem Buch habe ich jetzt von einem 9-jährigen Mädchen gehört, dass es ihr Leben verändert hat und ebenso von einer 63-jährigen Frau, dass sie sich gewünscht hätte, dass ich es eher geschrieben habe. Also ich finde, es ist nie zu spät und nie zu früh, um mit sich Freundschaft zu schließen. Und ja, dieser Weg der Autorin, das hat viele von euch interessiert. Genau, deswegen, ich hatte ja gestern versprochen, dass es heute ein bisschen mehr Inhalte gibt als gestern. Gestern war ja wirklich nur... und heute ist tatsächlich mal der Tipp, wenn ihr vorhabt, Autorin zu werden, dann lasst euch von den ersten Absagen nicht abschrecken. Schreibt das Buch so ehrlich und schonungslos und offen und mutig, wie ihr könnt. Stellt euch vor, dass ihr es nur für euch selbst schreibt, wenn euch das hilft. Stellt euch vor, dass es niemals jemand anders zu Gesicht bekommt. Ihr könnt es immer noch ändern. Ihr könnt immer noch die Namen tauschen, wenn es sein muss. Aber da berät euch dann auch euer Verlag. Und
wenn ihr ein Buch geschrieben habt, wenn ihr sagt, hey, ich habe das Gefühl, das muss die Welt kennenlernen, dann ist es soweit, dass ich empfehlen würde, aus meiner heutigen Sicht, nicht direkt an die Verlage heranzutreten. Ich habe das damals so gemacht. Ich habe einfach gegoogelt und habe alle Verlage angeschrieben und habe mir da ordentlich Klatschen kassiert. Ich würde sagen, stellt euch bei Agenturen vor. Es gibt Agenturen, die sich nur darum kümmern, welcher Verlag zu eurem Buch passt und die euch beraten und die euch zur Seite stehen. Und das ist für mich so der, ja, der Tipp, den ich mir eher gewünscht hätte, denn das hätte mir einiges erspart. Dass ihr einfach mal im Netz eingibt, Autorenverlag, Autorenagentur und ja, dann einfach mal die anschreibt und denen kurz und knapp von eurer Idee erzählt. Oder wenn ihr euch traut, einfach mal anrufen. Anrufen und fragen, ob ihr einen Termin bekommt. Kurz erzählen, um was es in eurem Buch geht, wer ihr seid und warum ihr dieses Buch geschrieben habt. Macht die neugierig. Oder wenn ihr euch traut, macht ein YouTube-Video. Macht ein YouTube-Video und schickt denen so einen Link. Einfach als Initiativbewerbung. Also wirklich aus eigenem Antrieb heraus. Und das ist, finde ich, einfach so der wirklich beste Weg, um einen guten Verlag für sein Buch zu finden und dass ihr bei den Verträgen dann auch nicht über den Tisch gezogen werdet. Denn die Agentur ist daran interessiert, eure Interessen zu vertreten. Also, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, schaut mal, ob ihr eine Agentur, eine Autorenagentur findet, die euch vertreten möchte. Und sollte das nicht der Fall sein, solltet ihr keine finden, die sagt, hey, wir möchten das machen, dann schaut mal, ob ihr vielleicht es im Selbstverlag macht, wenn euch kein Verlag... Dann, okay, zweiter Schritt natürlich, mal die Verlage anschreiben, aber das ist selten von Erfolg gekrönt, weil die unglaublich viele Stapel haben und eben, weil die in erster Linie mit Agenturen zusammenarbeiten. Aber trotzdem, auch da kann man Glück haben. Auch da, je auffälliger und je besonderer eure Bewerbung ist, desto besser die Chancen, dass ihr Feedback bekommt. Und auch da, lasst euch nicht entmutigen. Immer weitermachen, immer die Nächsten anschreiben. Und wenn es gar nicht anders geht, dann fuck off, Selbstverlag. Auch das kann man. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe schon von sehr vielen gehört, dass sie es selbst veröffentlicht haben. Ich glaube, die großen Online-Riesen, ohne jetzt Namen zu nennen, haben da sogar eine komplette eigene Software für, aber da bin ich zu wenig im Thema, dass ich da jetzt helfen könnte, wie das geht. Aber schaut einfach mal, Self-Publishing, also als Selbstveröffentlicher, dass ihr es selber in die Hand nehmt und macht. Aber ja, der erste Weg sollte sein, sich eine Agentur zu suchen und der zweite ein Verlag. Und ja, ihr sagt von vornherein, hey, ich habe Bock darauf, mich da reinzufuchsen. Ich möchte selber veröffentlichen und möchte mir davon niemandem reinreden lassen. Dann ist auch das sicherlich eine ganz spannende Möglichkeit, euer Buch zu veröffentlichen. Also ich kann nur sagen, ich bin bei meinen beiden Büchern sehr, sehr stolz. Und ja, irgendwie habe ich einen Hang zu Pink, wa? Möchte man meinen. Naja, aber ja, ich bin sehr, sehr froh. Und ja, das zweite, der Band 2 hiervon, ist schon beim Verlag. Das heißt, da wird es nicht mehr lange dauern, bis der rauskommt. Und hier, ja, werde ich mir mal Gedanken machen. Die Geschichte hat es verdient, weiter erzählt zu werden, denn sie wird noch viel spannender. Ja, also ihr Lieben. Oh, heute ist es sehr lang geworden, tut mir leid. Aber für alle von euch, die Bock haben, Autor zu werden, Autor zu werden, ja, vielleicht ist ja die Idee, erstmal eine Agentur zu suchen, ganz gut. Manchmal braucht man einfach jemanden, der für einen die Interessen vertritt und der für einen kämpft. Das ist ja auch im Bereich der Musik so. Bartomé hat mich ja auch als Managerin, weil ich für ihn kämpfe und sage, ey, wir möchten das so und so. Also jetzt nicht mit Fäusten, aber ihr wisst, was ich meine. Also, denn ich bin ja nicht nur Autorin. Ich bin Autorin, Managerin, Bloggerin und ich habe ja den Podcast mit ihm gemeinsam. Und schon irgendwie eine ganz schöne bunte Mischung und es macht mir unglaublich Spaß und ich würde keins davon missen wollen. Nur bei der Musik, da wünschte ich mir noch ein bisschen Unterstützung von vielleicht einem Produktmanager oder einem anderen Manager. Das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen Unterstützung im Bereich der Musik bekommen, aber das ist auch ab Oktober der Fall und da bin ich sehr happy, weil ich mich dann noch mehr aufs Bücherschreiben konzentrieren kann und das wird Zeit. Das
wird wirklich Zeit. Okay, ihr Lieben, also, ansonsten ist heute wirklich nichts Spannendes passiert. Essen, habt ihr gesehen, lief super. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Bin gespannt. Schreibt doch mal drunter, ob ihr schon mal den Gedanken hattet, ein Buch zu veröffentlichen. Das würde mich mal interessieren. So viele Menschen sagen das immer zu mir. Mensch, Jana, mein Leben ist eigentlich auch ein Buch wert. Ist das bei euch auch so? Sagt ihr auch, boah, eigentlich, was in meinem Kopf los ist, das sollte die Welt erfahren? Schreibt es mal unten drunter. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Und ich werde dann den Link zu dem Video mal meiner Agentur schicken. Denn vielleicht sind die auf der Suche nach neuen Autoren. Und wenn ihr darunter schreibt, was eure Ideen sind und was euch bewegt und was in eurem Buch vorkommt oder was ihr vielleicht schon geschrieben habt, vielleicht bekommt ihr dann ja mal eine Antwort. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, ob euer Leben ein Buch wert ist. Also, dann würde ich sagen, bis morgen. Hier gibt es ein Video und da könnt ihr mich abonnieren. Macht's gut. Tschüss.